Soll ich mal schauen? Und ich hoffe, ich zeichne jetzt auf. Wenn nicht, ist es halt weg. Gut. Also, molekulare Taxonomie, Genetik in der Biodiversitätsforschung. Ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen geteilten Screen von der PowerPoint-Folie, also nicht mehr als PowerPoint-Programm, sondern dass Sie wirklich den Präsentationsmodus sehen. Schreiben Sie mir einfach in den Chat, wenn das nicht so sein sollte. Dann werde ich das hoffentlich sehen. Und na, da steht schon was. Soll ich doch nochmal gerade gucken. Mensch, ich sehe den Schritt gerade nicht. Egal. Und was steckt da überhaupt hinter oder wofür brauchen wir das eigentlich? Und womit wir im Grunde genommen erstmal anfangen können, ist die Frage, wie viele Insekten gibt es eigentlich auf der Erde? Damit fange ich jetzt mal diesen Talk an. Und tatsächlich ist es halt so, dass wir relativ gut wissen, wie viele Insekten bisher beschrieben wurden für die Wissenschaft. Das sind 1 Million Arten. Das heißt, das sind Arten, die wurden irgendwann von irgendeinem Wissenschaftler praktisch klassifiziert, mit einem Binom versehen, so nennt man das. Zum Beispiel Apis mellifera wäre so ein Binom oder bei uns beim Mensch wäre es Homo sapiens. Und praktisch für die Wissenschaftler publiziert in einer Weise, dass dieser Name eine Gültigkeit behält, dass es eine Referenz von diesen Individuen, die dahinter stecken, sogenannten Typen, in Museen gibt und dass es dann halt irgendwo veröffentlicht wurde, wo das allgemein zugänglich ist. Überraschenderweise, das wird halt schon seit den Zeiten von Linné, seit circa 250 Jahren so gemacht. Überraschenderweise gibt es tatsächlich keine vollständige Datenbank, wo jetzt irgendwie alle beschriebenen Tierarten der Erde drin wären. Da arbeiten ganz viele Leute gerade dran, das gibt es nicht. So, also bei Insekten weiß man tatsächlich nur so ungefähr, wie viele beschrieben wurden, ungefähr 1 Million. Und die meisten davon, das sind entweder Käfer, Schmetterlinge, Zweiflügler oder Hautflügler, circa 80%. Und man geht davon aus, dass es noch viel, viel mehr Insekten gibt. Es gibt also eine riesengroße Artenvielfalt, die noch nie jemand beschrieben hat. Und diese noch nicht beschriebenen Insektenarten, die gibt es nicht nur jetzt in den Tropen oder Subtropen, wo vielleicht jetzt weniger mit diesen Tieren gearbeitet wurde, sondern und wo auch die größere Reichtum an Arten vorhanden ist, sondern die gibt es auch bei uns vor der Haustür. Also ich denke mal, es gibt jetzt ein relativ neues Projekt in Schweden, die versuchen, ihre komplette Insektenfauna oder überhaupt ihre Fauna zu kartieren und die finden ganz, ganz viele neue Arten, die noch nie jemand beschrieben und gesehen hatte. Ja, und das wird es bei uns auch gehen, sobald man jetzt mit Dipteren arbeitet und da kleine, schwierige Gruppen anschaut, findet man bestimmt neue Arten. So, also es gibt viele Arten bei Insekten beschrieben und es existieren noch mehr. Und diese Vielfalt ist wirklich gigantisch. Und eine Möglichkeit, praktisch Insektendiversität sich anzuschauen, ist mit Hilfe von Fallenfängen. Was man machen kann, es gibt sogenannte Malaise-Fallen. Da sehen Sie hier ein Exemplar. Die kann man aufstellen und die besteht im Grunde aus einem Fangnetz oder aus so einem Zelt. Und da können Insekten reinfliegen, verirren sich da drin und kommen dann nicht wieder raus. Und dann praktisch verlaufen die sich dort wie in ein Labyrinth und laufen entsprechend in diesem Dach entlang. Und an diesem Dach ist irgendwann ein Behälter gefüllt mit zum Beispiel mit Alkohol oder mit Wasser mit Spüli. Und dort fallen die Insekten dann rein und werden gesammelt. Ja? Das geht dann ganz automatisch. Und damit kann man im Grunde genommen irgendwo schauen, was für eine Vielfalt fliegender Insekten kommt, zum Beispiel in einem bestimmten Habitat vor. Die Ergebnisse, das sieht man hier rechts unten, wie das aussieht. Man hat eine wahnsinnige Menge an Material. Und wenn man das praktisch eine Saison, also ein Sammeljahr überstehen lässt, dann hat man da ja wirklich, also nicht nur Tausende, sondern Zehntausende wahrscheinlich von Individuen, die sortiert und bestimmt werden müssten, wenn man die gesamte Vielfalt dort sich anschauen wollte. Bekannt geworden sind diese Malaise-Fallen-Studien relativ rezent durch die sogenannte Krefelder Studie. Und die Krefelder Studie, die war relativ wichtig ja, für die Ökologie- und Biodiversitätsforschung. Da ist auf Grundlage von Daten eines Vereins von Entomologen, nämlich in Krefeld, so unter Führung von Martin Sorg, wurden da diese Malaise-Fallen über ja, praktisch Jahrzehnte ausgewertet. Ja? Das wurde jetzt in diesem Fall über 27 Jahre gemacht und da wurden halt immer wieder diese Fallen aufgestellt und dokumentiert und ausgewertet.
Ich kann mich selber noch daran erinnern, da war ich Student in Bielefeld, da ist immer ein Teil der Fallen in die Zoologische Sammlung von Bielefeld angekommen. Da war mein Job, aus diesen Malaise-Fallenfängen bestimmte Fliegenfamilien auszusortieren. War ein Studijob von mir. Hatte ich mir aber nichts bei gedacht damals, dass das mal irgendwann noch sehr bekannt werden würde. Also ich hatte jetzt mit dieser Studie nichts zu tun, aber ich hatte irgendwann mal diese Viecher zum Glück interessanterweise in der Hand. Und was die gemacht haben, ist nicht nur, dass sie sich geschaut haben, was kommen da für Arten vor und welche Arten, was gar nicht so trivial ist bei dieser Masse, sondern auch, die haben Biomasse gemessen. Und das war sehr interessant, weil das wurde häufig vernachlässigt, vor allem so Langzeitstudien. Und sie haben festgestellt, dass diese Biomasse stetig abgenommen hat über die Jahrzehnte und in 27 Jahren ist sie um 75% zurückgegangen. So. Und das war in allen Medien und seitdem reden wir vom Insektensterben, Insektarmageddon. Und es gab hier und dort Kritik an der Statistik dieser Studie, aber im Grunde genommen, das Ergebnis ist so eindeutig, dass eigentlich klar ist, dort wurde auf etwas aufmerksam gemacht, was bisher vielleicht übersehen worden, massives Einbrechen von Insektenpopulationen an Individuendichte. Und das war sehr wichtig. Und seitdem gibt es viele neue Studien dazu, die sind ein bisschen detaillierter manchmal auch, dass es manche Gruppen eher betrifft als andere, aber insgesamt bleibt das Bild sehr ähnlich. Und diese Studie hat auch dazu geführt, dass man jetzt mehr und mehr umdenkt in Deutschland und gesehen hat, man muss sowas wie ein Monitoring machen. Um die Biodiversität und ihren Rückgang überhaupt erstmal zu verstehen, muss man erstmal sowas wie einen Status Quo haben, dass man erstmal aufnimmt, was für Arten kommen überhaupt vor. Und dann muss man das am besten über lange Zeit beobachten und quantifizieren und auch qualitativ auswerten im Idealfall. Zum Beispiel einfach nur Insektenpopulationen in verschiedenen Habitaten. Was passiert in Städten, was passiert in Agrarlandschaften und so weiter und so fort. Zum Beispiel in Bonn gibt es dort jetzt eine Professur für Zentrum für Biodiversitätsmonitoring mit einem ehemaligen Göttinger, Christoph Scherber, als Kopf dieser Arbeitsgruppe. Es wurde zu Recht gezeigt, dass, das war erst dieses Jahr, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, Biodiversität zu analysieren. Und natürlich, das war jetzt das ganz Wichtige dieser Studie, ist dieser Rückgang der Biomasse, der wirklich übersehen wurde von vielen. Man kann auch natürlich das auf Artniveau angucken. Gehen zum Beispiel Arten zurück? Geht die Diversität an Arten zurück? Und da gibt es verschiedene sogenannte Biodiversitätsmetriken, mit denen man diese Analysen machen kann. Aber für eine solche Metrik reicht es halt nicht nur aus, dass man sozusagen die Biomasse misst, sondern man muss im Grunde genommen auf irgendwie auf Artniveau all diese Fallenfänge bestimmen. Und dann kann man diese Metriken rechnen, zum Beispiel Anzahl von Arten, die ich finde, oder die phylogenetische Diversität, also die evolutionäre Verschiedenheit der Arten, die ich finde. Und dass das ganz wichtig wäre. Das Problem ist, dass wir möglicherweise nicht nur ein Insektensterben sehen, sondern, und da gab es verschiedene Artikel zu, dass auch Insektenkenner und Taxonomen und Systematiker immer seltener werden. Ja? Da war so ein Artikel darüber, The Mass Extinction of Scientists Who Study Species, dass es halt wirklich ein Problem ist, dass mehr und mehr diese Kenner und Kennerinnen praktisch weniger werden und Experten. Und es praktisch immer weniger von diesen Leuten schaffen, sozusagen an der Uni Lehrstühle zu bekommen und ihr Wissen weiterzuvermitteln über Generationen. Und manchmal passiert es, dass zum Beispiel ein bestimmter Spezialist oder Spezialistin für eine Tiergruppe, jetzt, was ich sag mal, im besten Fall einfach nur in Rente geht, im schlechtesten Fall stirbt. Und damit geht häufig das Wissen für eine komplette Gruppe verloren. Ja? Und das passiert wirklich regelmäßig. Und es gibt halt einige Taxa oder einige Gruppen von Arten, da gibt es halt tatsächlich noch ganz viele Spezialisten, was ich zum Beispiel Tagfalter oder Säugetiere oder Vögel. Aber es gibt andere Gruppen, da gibt es weltweit oder sagen wir jetzt hier auch mal national kaum Menschen oder vielleicht national überhaupt nur eine Person, die eine bestimmte Artengruppe bestimmen kann. Wenn man da zum Beispiel guckt bei Buckelfliegen oder bei Augenfliegen oder bei Tripsen, dann wird das halt alles schon viel enger. Also nicht nur die Insekten sind bedroht, auch die Taxonomen sind bedroht. Und interessant ist das zum Beispiel in der Zoologie, wo man guckt, wo wird eigentlich in der Zoologie taxonomisch geforscht. Da sieht man tatsächlich, dass viele Privatleute dabei sind und auch wichtige Leistungen dazu beibringen. Also wirklich Citizen Science ist halt schon immer ein großes Thema in der Entomologie zum Beispiel, aber auch überhaupt in der Taxonomie. Aber es wird halt auch an
an Museen sehr viel geforscht. Ja? Also fast die Hälfte aller Taxonomen, die tätig sind, sitzen an Museen. Und nur 28% sind tatsächlich an Universitäten beherbergt. Das sieht interessanterweise in der Botanik anders aus. Da sind viel mehr an den Universitäten. Und das liegt häufig daran, dass botanische Gärten in der Regel immer an Universitäten angegliedert sind, während zoologische Museen und große Sammlungen häufig in extra Instituten untergebracht sind. Aber es ist natürlich manchmal ein Problem, dadurch, dass es häufig dann möglicherweise dieses Wissen und diese Leute für die Lehre verloren gehen und auch neue Nachwuchs begeistern können. Gut, aber taxonomische Kenntnis ist wichtig und braucht Zeit und Erfahrung. Und das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel, was Sie hier sehen, das sind Goldwespen, die kommen auch bei uns vor. Die sind auch gar nicht selten, diese beiden Arten. Kann man zum Beispiel, ich habe jetzt diesen Sommer erst in der Ballertasche gesehen, in der Nähe von Hanmünden. Das sind jetzt sozusagen relative 0815-Arten, sage ich mal, in richtigen Habitaten. Und die sind wunderschön und überraschen erstmal viele Leute. Und man erkennt relativ schnell, das ist eine Goldwespe. Ja, das lernt man als Student ganz schnell, was eine Goldwespe ist und was nicht. Und da kommt das, steckt der Teufel im Detail, um die Arten zu bestimmen, wird es dann schon schwieriger. Also man schafft es relativ schnell, sozusagen grob einzugrenzen, was für Insekten man sieht. Und man schafft es dann oft auch ganz gut, auf das Gattungsniveau zu kommen. Ja, aber um die Arten zu bestimmen, dann geht es wirklich ins Detail. Hier zum Beispiel bei vielen dieser Wespen, da muss man sich dann angucken, wie die Punktierung auf den Tergiten sich unterscheidet, ob es dann Farbtonunterschiede gibt, wie hier diese Spitzen am Ende sich unterscheiden oder wie groß der Abstand zwischen Mandibel und Auge ist, ob da viele Haare sind oder weniger. Und dafür braucht man viel Erfahrung und muss viel am Mikroskop bestimmt haben. Das heißt, die Leute, die sich halt mit diesen Gruppen befassen, müssen sich auch ganz intensiv und lange damit befassen. Und das Problem, ein bisschen, was wir auch an Universitäten haben, es gibt relativ viele Kurse zur Artenkenntnis und wir können relativ gut vermitteln, wie die Großgruppen oder wie, was ich, bestimmte Gruppen von Insekten zu unterscheiden sind. Aber wenn es ins Detail und auf Artebene geht, und das ist halt wichtig, im Grunde genommen, da braucht man halt Leute, die da wirklich jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre sich intensiv mit beschäftigen, überhaupt einen Einstieg zu finden. Und das muss halt mehr gefördert werden und dafür ist natürlich auch das ist wichtig, dass diese Kenntnis irgendwie halt weitergegeben wird. Gut. Aber wir haben halt gar nicht so viele Taxonomen an Universitäten und oft haben die Leute auch nicht so viel Zeit, sich einzuarbeiten in eine Gruppe und wollen das trotzdem für ihr Projekt wissen. Da ist die Frage, wie kann man Taxonomie eigentlich beschleunigen? Ja? Und da kommen wir jetzt zu dem Thema von heute, das ist das DNA-Barcoding. Und die Idee, das Branding DNA-Barcoding geht zurück auf Paul Hebert. Und es gibt so einen Gründungsmythos. Und dieser Gründungsmythos ist, dass Paul Hebert einkaufen war im Supermarkt und war ganz begeistert, dass die da neue Scannerkassen haben, also war vor 20 Jahren. Ne? Und die hatten Scannerkassen im Supermarkt und er war begeistert, dass die Person an der Kasse, die Lebensmittel, die er dort eingekauft hat und auf die Kasse gelegt hat, ja, der hat da, was ich so, Spätzle-Nudeln gekauft, die brauchten die nur über den Scanner ziehen und dann wussten die Leute sofort, es handelt sich um dieses Produkt und das ist der Preis. Also da musste niemand was auswendig lernen, wie das früher so war in der Kasse, da kam ein bestimmtes Produkt und wusste, ich muss jetzt die 4,27 eingeben oder sowas. Das musste nicht gemacht werden. Und da hat er gedacht, Mensch, das wäre super, wenn es das auch für Tiere gäbe. Und davon stammt diese Idee, dass man doch Barcodes vielleicht bräuchte, um diese Tiere schnell zu identifizieren und dass das im Grunde genommen auch nicht Fachleute machen könnten, die halt ein Minimalwissen eigentlich nur haben an einer Benutzung von einer Pipette und ein bisschen im Labor arbeiten, was relativ einfach ist in diesem Fall. Und daher war die Idee, ob man nicht sozusagen Abschnitte im Genom findet, wenn man die sequenziert und vergleicht, dass man damit eindeutig Arten identifizieren kann. Diese Idee hier war publiziert in 2003 von Paul Hebert und dieses Projekt wurde auch dann halt weltweit über Kanada in Genf geleitet. Anfang der 2000er war das auch sehr aktuell in Deutschland und im Grunde genommen wollte Dieter Tautz, der jetzt das MPI in Plön leitet für Evolutionsbiologie, was Ähnliches etablieren. Er scheiterte aber damals tatsächlich an dem Widerstand der Taxonomen und Morphologen in Deutschland, die halt dort gedacht hatten, naja, das baut so eine Konkurrenz und Druck auf uns auf, das wollen wir nicht. Gut, kleiner Rückblick. Was haben wir hier eigentlich für genetische Marker, die wir uns angucken? Und wir schauen, das werden wir gleich sehen, mitochondrielle DNA an. Was steckt dahinter?
Hier sehen wir eine Zelle, das ist halt eine beliebige Zelle eines Eukaryoten. Eukaryoten ist ein großes Taxon im System des Lebens, wo praktisch alle Vielzeller drinstecken, die einen Zellkern besitzen. Da gehört also alles zu, was nicht ein Bakterium ist oder eine Archäe, das ist eine andere Form von Bakterien. Also wir zum Beispiel oder Pflanzen, aber auch zum Beispiel Pantoffeltierchen und so, das sind alles Eukaryoten. Und diese Eukaryoten zeichnen sich dadurch aus, dass die halt eine Zelle haben, wo die einmal einen Kern haben, hier einen Zellkern. Und in diesem Zellkern ist die Erbinformation gespeichert, die DNA. Und die haben zusätzlich noch Mitochondrien, mindestens. Ja, oder andere Zellorganellen, wie zum Beispiel, wenn es Pflanzen sind oder andere Eukaryoten, noch Chloroplasten. Und diese anderen Zellorganellen, wie zum Beispiel Mitochondrien, die in fast allen Eukaryoten vorhanden sind, besitzen ihr eigenes Genom, ja, ihre eigene DNA. Warum ist das so? Und das liegt daran, dass der Ursprung der Eukaryoten mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass es zu einer Symbiose aus Bakterien und Archibakterien kam. Und der kleine Partner dieser Symbiose, das waren Bakterien, wahrscheinlich sogenannte Alpha-Proteobakterien, die sind praktisch heute, was wir als Reste noch sehen, nur noch als Mitochondrien aus dieser Symbiose vorhanden. Das ist praktisch ein Organell, was aus diesem ehemaligen Bakterium praktisch übrig geblieben ist, aus also dieser symbiotischen Beziehung. Das heißt, die haben halt in diese Symbiose natürlich ihr eigenes Genom mit eingebracht und ihre eigenen, Zellstrukturen. Und irgendwann wird die Symbiose so eng, dass halt sozusagen das zu einem Organismus, Individuum verschmolzen ist. Und dieser mitochondrielle Anteil, wie wir dann genannt haben, wurde halt immer mehr reduziert. Und jetzt bleibt nur noch so ein kleines Genom über. Das ist deswegen nicht uninteressant an dieser Stelle, weil dadurch dieses Genom ein bisschen anders aussieht als unser Kerngenom. Das hat in seinen Genen keine sogenannten Introns. Das ist nur so ein kleines Detail, das aber sehr praktisch ist beim Arbeiten im Labor. Und was noch dazu kommt, es gibt ganz viele Kopien dieser Genome in jeder Zelle. Also in jeder Zelle, die wir besitzen oder die andere Organismen besitzen, sind 100 bis 1000 Kopien solcher Genome. Das heißt, wenn ich mit dieser DNA arbeite und ich später diese DNA von meinem Zielorganismus extrahiere, habe ich im Grunde genommen 100 bis 1000 Mal so viele Kopien von Genen von diesen Organellen verglichen mit den normalen im Kerngenom vorhandenen Genen. Das macht das Arbeiten viel, viel einfacher, wenn man dann auf der Suche ist nach einem bestimmten Barcoding-Marker. Als man nach diesem Barcoding-Marker gesucht hat, da hat man gesehen, okay, Voraussetzungen, möglich sollte das ein Marker sein, der in allen bzw. möglichst vielen Taxa vorhanden ist, das ist schon mal perfekt. Alle Eukaryoten zumindest oder fast alle haben so ein Mitochondrium. Sollte wenig polymorph sein, dieser Marker, das heißt, es sollte nicht irgendwie ganz viele Kopien von diesen Genen geben zum Beispiel. Aber gleich, außerdem sollte er auch noch konserviert genug für universelle Primer sein. Ich werde gleich genau erklären, was dahinter steckt. Und dann aber variabel genug, um zwischen Arten zu unterscheiden. Das heißt, dieser Marker muss halt irgendwie sozusagen artspezifisch evolvieren in einer Weise, dass man, wenn man nur diese Sequenzdaten hat von diesem Marker, praktisch dann feststellen kann, zu welcher Art ein Individuum gehört. Das ist so die Wunschliste. Und gefunden hat man das denn halt tatsächlich, einen solchen Marker, der irgendwie schon diese Eigenschaften mitbringt, halt im mitochondriellen Genom. Und das ist das sogenannte CO1-Gen. Das heißt Cytochrom C-Oxidase Untereinheit 1. Das ist eins von verschiedenen Genen, die auf diesem mitochondriellen Genom liegen. Und wie ich schon erwähnt hatte, es gibt eine hohe Kopienzahl davon, von diesen Mitochondrien, aber nicht von diesen Genen. Ja, das ist jetzt nicht im Genom mehrmals da. Es lässt sich ganz leicht amplifizieren im Labor. Man kann das also sehr gut mitarbeiten, man kann das vervielfältigen und man kann das auch gut vergleichen mit denen von anderen Tieren. Und alle mitochondrialen Gene haben im Vergleich zu Kerngenen häufig eine erhöhte Evolutionsrate. Das ist halt einfach so, die evolvieren ein bisschen schneller, weil da bestimmte, also die haben eine kleinere Populationsgröße, sage ich jetzt mal, für die Fachleute. Und auch ist es so, dass der Reparaturmechanismus nicht so gut ist. Aber das bedeutet vor allem, dass halt in kürzerer Zeit nach Artaufspaltung mehr variable Positionen erscheinen in diesen Sequenzen von diesem Genom. Und damit ist es geeignet als artspezifische DNA-Sequenzmarker. Und die gesamte Idee, die hinter diesen Barcoden steckt, ist im Grunde genommen, wenn ich jetzt einen Organismus nehme und DNA
von diesem Organismus extrahiere und dieses Gen amplifiziere und sequenziere, dann bekomme ich die Informationen über die Sequenz, das sind ungefähr 650 Basen. Dann ist es so, im Idealfall, wenn ich praktisch innerhalb einer Art Vergleiche mache, dann haben die eine sehr geringe genetische Distanz, keine Ahnung, 1-2% nur, wenn ich an Unterschieden, das ist also sehr wenig variabel innerhalb einer Art. Aber wenn ich Zwischenarten vergleiche, sehe ich häufig eine große Distanz zwischen zwei Sequenzen. Ja? Also wenn ich hier zum Beispiel 100 Basenpaare aus diesen Genen miteinander vergleiche, sehe ich nur 1-2 Unterschiede innerhalb einer Art. Wenn ich aber zwischen den Arten vergleiche, sehe ich häufig 7, 8, 9, 10, 20 Unterschiede auf 100 Basenpositionen zwischen den Arten. Ja? Und wenn dieses Barcoding-Gap besteht, dann kann ich im Grunde genommen mit diesem Marker im Idealfall alle Arten irgendwie eindeutig identifizieren. Das Problem ist, und da komme ich später noch zu, manchmal sieht es aber leider auch so aus, dass es zwischen diesen beiden Verteilungen einen Überlapp gibt. Dass man manchmal Individuen hat, die man nicht eindeutig zu einer oder zu einer anderen Art zuordnen kann. Aber das ist dann halt einfach mal so. Da komme ich noch zurück. Gut, das sind die DNA-Barcodes, die wir haben wollen. Diese Sequenzinformationen, die kann man im Grunde genommen auch hier schön als Grafik darstellen. Das aber nur so als Gag. Jetzt würde man natürlich als Buchstabenfolge auswerten, wenn man das machen möchte. Wie kann ich diese Dinge, diese Sequenzen jetzt amplifizieren und sequenzieren? Gut, also hier haben wir das einmal so ein dargestelltes mitochondriale Genom. Das ist in diesem Fall die Organisation von einer Biene, Apis cerana. Aber diese Genome sehen sehr ähnlich aus in ihren Zusammensetzungen mit den Genen. Da finden wir im Grunde genommen immer die gleichen Gene bei allen Tieren, oder sagen wir bei allen Bilateriern, allen bilateralen Tieren. Und die sind sehr eng gepackt und da sind verschiedene Gene drauf. Und eins dieser Gene ist dieses COX-1-Gen. Und das ist dieser Barcoding-Marker. Und im Grunde genommen, was wir wollen eigentlich nur eine Sequenzinformation von einem ganz kleinen Stück von diesem COX-1-Gen, 650 Basenpaare. Das gesamte COX-1-Gen ist 1500 Basenpaare groß, das proteinkodierendes Gen. Man kann das also übersetzen in ein Protein. Und es ist aber, womit wir arbeiten, ist die DNA. Und das ist eine Nukleotidabfolge. So nochmal zur Wiederholung für viele. Was ist eigentlich DNA? DNA ist Desoxyribonukleinsäure. Das ist im Grunde genommen halt die Substanz, wo unser Erbgut kodiert ist. Und diese Erbgutkodierung gibt sich ab aus dieser Buchstabenfolge, die hier festgehalten ist. Wir haben hier zwei Nukleotidstränge. Diese Nukleotidstränge, die lagern sich zusammen und die sind immer komplementär. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite immer, diese Basen C, A, T, T. Und die können nur mit einem bestimmten Basenpaar in der Regel im Grunde genommen sich paaren. Also ein C immer mit einem G und ein A immer mit T. Das heißt, wenn man im Grunde genommen diese beiden Stränge auftrennt, kann man allein mit der Information des einen Strangs die Information des anderen Strangs herleiten. Ja, weil es komplementär ist. Und das heißt, wenn man das machen kann, hat man gleich einen Mechanismus, wie man DNA kopieren kann. Ja? Und das ist genau im Grunde genommen, was wir im Labor machen. Wir gehen hin und wir trennen die Stränge erstmal auf. Ja? Dann sind die einzelsträngig. Und dann wollen wir aber halt ja nur ein ganz bestimmtes Gen kopieren, nämlich dieses CO1-Gen. Und um das machen zu können, brauchen wir Informationen. Wir brauchen im Grunde genommen Informationen aus den Genen und die haben wir, wo wir bestimmte konservierte Abschnitte haben, die bei allen Arten relativ ähnlich sind, eine Basenabfolge. Und von diesen konservierten Abschnitten kann man sogenannte Primer herstellen. Primer bedeutet, dass man im Grunde genommen diesen Abschnitt hier als eine Abfolge von Nukleotiden hat. Also hier zum Beispiel der eine Primer für dieses Gen sieht aus G, G, T, C, A, A, C, A, 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 T, C, A, T, A, A, A und so weiter. Und dass dieser Abschnitt relativ ähnlich ist in allen Tieren, wo man diesen Primer anlagert. Ja? Sie sehen hier, diese Primer, die wurden schon in den Mitte der 90er entwickelt für verschiedene Organismen aus dem Tierreich. Und da gibt es Unterschiede, aber tatsächlich ist trotz dieser Unterschiede in dieser Region würden sich die Primer, wenn man praktisch die Möglichkeit gibt und DNA aufspaltet in verschiedene Stränge, sich dort anlagern. So, das heißt, dann haben wir, also wir haben jetzt praktisch von einer Seite des Gens einen Primer, der kann, das ist ein sogenanntes Oligonukleotid, also eine Abfolge von wenigen Nukleotiden, das sind oft so 20 bis 30 nur.
Und er kann sich hier anlagern an diesen Strang. So, das machen die auch, weil die pappen sich gerne komplementär zusammen und bilden Doppelstränge. Das ist einfach eine chemische Reaktion, die halt dauernd stattfindet. Und dann sitzt der Primer dran. Und wenn wir ein bestimmtes Enzym dazugeben, Enzym ist halt praktisch ein Wirkstoff in der Zelle, der etwas veranlassen kann, der wird auch von Genen kodiert, ist dieses Enzym, nennt sich DNA-Polymerase. Und wenn diese DNA-Polymerase da ist, wenn so ein Primer vorhanden ist und wenn man sozusagen genug Nukleotide in diese Lösung mit reingibt, also A, C, Gs und Ts, die Basen, dann fängt die Polymerase an und kopiert quasi den Strang. Also lagert sie sich an diesen Primer an und hier ist dann dieser Strang offen und dann läuft die Polymerase hier lang und kopiert diesen Template-Strang, also diesen Strang, den man kopieren will, und fängt hier an, das komplementär dran zu bauen. Ja? Also wenn hier ein A ist, wird hier ein T hingebaut, wenn hier ein und so weiter. Dann kopiert ihr den Strang und läuft bis zum Ende. Und diese Funktionsweise, was man da zugrunde legt, nennt sich Polymerase-Kettenreaktion oder PCR. Hat man jetzt vielleicht schon mal gehört während der Corona-Epidemie. Das ist eine ähnliche Anwendung, die auch benutzt wird, um zum Beispiel ein Coronavirus nachzuweisen. So ein bisschen komplizierter ist das hier. So, in dieser PCR, was da gemacht wird, man hat halt Polymerase, man hat diese Nukleotide zum Einbauen und man hat natürlich seine DNA, die man amplifizieren möchte. Und in dieser Polymerasen-Kette-Reaktion, was man macht, man hat erst diese doppelsträngige DNA, so ist die DNA, wie die in einem Organismus vorliegt, die kann man auftrennen, diese Stränge. Und das Auftrennen der Stränge, das geht über Temperatur. Wenn ich die Temperatur hochfahre, zum Beispiel auf 94 Grad in diesem Fall, dann fangen an, diese Stränge sich aufzutrennen und frei vorzulegen an einer Lösung. Dann senkt man die Temperatur ab. Ja? Und wenn die Temperatur absenkt, fangen sich an, eigentlich diese Stränge wieder zusammenzulagern, je nach komplementärer Basenpaarung. Aber wenn wir kleine Primer drin haben, das waren ja diese Oligonukleotide, machen die das viel schneller als große Stränge. Das heißt, sie kommen viel schneller dazwischen und können sich viel schneller anlagen als die ursprünglichen Stränge, die hier zusammenlagern. Ja? Und das hat eine schnellere Reaktion. Dann sind diese Primer hier dran und haben, das nennt sich dann annealed. Und dann kann man das verlängern. Dann kann man die Polymerase arbeiten lassen. Und diese Polymerase, die arbeitet am liebsten bei einer bestimmten Temperatur, das sind 72 Grad. Und dann fängt sie an, praktisch diese Stränge zu kopieren. So, und das passiert bei einer PCR, dass die halt, man hat zwei verschiedene Primer, praktisch für beide Enden des Gens. Der eine kann dann den einen und der andere an den anderen Strang sich anlagern. Und dann, also das sind sogenannte Forward- und Reverse-Primer, und dann werden diese beiden Stränge erstmal kopiert. Ja, es ist halt immer nur diese Kopienzahl, das Kopieren geht immer nur von einem Primer aus. Das heißt, der fängt hier erstmal an, ganz lange das zu kopieren. Das ist viel länger als vielleicht diesen Abschnitt, den man haben wollte, in diese Richtung auch. Aber wenn man dann halt das über mehrere Zyklen macht, kann es halt sein, dass bei dem nächsten Mal sich die am anderen Ende dieses kopierten Strangs anlagern. Und irgendwann nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen hat man nur noch Fragmente, die genau der gesuchten Sequenz und deren Länge entsprechen. Ja. Und das ist dann halt hier im Fall von exponentiellem Wachstum. Das lässt man dann über viele Zyklen laufen. Da fängt man aber immer wieder von vorne an. Also man hat hier, Temperatur geht hoch, Anlagern der Primer, verlängern, Temperatur geht hoch, Anlagern der Primer, verlängern und so weiter und so fort. Und dann praktisch produziert man halt gezielt nur Sequenzprodukte, die in der Regel hoffentlich diesem gesuchten Abschnitt entsprechen. Später kann man das sequenzieren mit der sogenannten Sanger-Sequenzierung. Sanger-Sequenzierung war früher das Synonym für Sequenzierung, heute haben wir noch ganz viele andere Methoden. Und das ist eine Kettenabbruchmethode und die funktioniert im Grunde genommen so ähnlich wie diese PCR. Man gibt sozusagen Primer rein, das sind halt praktisch die anschließend an die Stelle von dem Fragment, wo man halt etwas amplifizieren möchte. Dann gibt man Basen dazu und man gibt noch spezielle Basen dazu, die immer dazu führen, dass diese Verlängerung nicht mehr weitergehen kann, im sogenannten Kettenabbruch. Ja? Die sind aber in einer geringen Konzentration zu den normalen Nukleotiden da drin. Und dann ist es so, dass man halt mit diesen Zyklen anfängt.
Man spielt die Stränge auf und die Polymerase fängt an, diese Stränge mit, nach dem Primer zu verlängern. Aber man hat dann immer wieder Abschnitte, wo zufällig Basen eingebaut werden, bei denen diese Reaktion abbricht. Und die werden nicht mehr verlängert. Und wenn man das über eine bestimmte Zeit laufen lässt und praktisch diese Basen, die zum Abbruch führen, auch noch zum Beispiel radioaktiv labelt, dass sie halt praktisch eine Markierung haben, die radioaktiv war, so war das früher, dann kann man dann später, bekommt man am Ende dieser Reaktion ein ganz großes Gemisch von verschiedenen Fragmenten, die alle eine verschiedene Länge haben. Fragmente, die sind 100, 101, 102, 103, 104, 105 Basen lang. Und wo man immer die letzte Base kennt, weil man die gerade gelabelt hat. Ja, das kann man dann am besten machen. In diesem ursprünglichen Fall hatte man sozusagen vier verschiedene Reaktionen. Einmal hatte man immer nur A's gelabelt, einmal nur G's, einmal nur C's, einmal nur T's. Dann hat man diese Reaktion laufen lassen und später hat man das auf ein Gel aufgetragen. Das waren damals Polyacryler mit Gelen. Das geht aber theoretisch auch nicht so gut wie hier, aber mit Agarose-Gelen, was wir jetzt heutzutage im Labor machen. Und dann kann man halt hier eine Spannung anlegen und dann laufen diese Fragmente entlang dieses Spannungsfeldes und trennen sich nach Größe auf, weil je größer die sind, also die laufen hier los nach hier hin, je größer die sind, umso langsamer laufen die durch dieses Gel. Das heißt, hier sieht man überall praktisch verschieden große Abschnitte. Und wenn man dann vier verschiedene Reaktionen hat, wo man immer jeweils die letzte Base kennt und das auf ein Gel aufträgt, könnte man sozusagen hier an diesen Abschnitten immer sagen, dieser Abschnitt ist so und so lang und die letzte Base ist ein G. Hier ist die letzte Base immer ein A, hier ein T und hier ein C. So, und jetzt kann man hingehen und dieses Gel auslesen. Dann würde man hier lang gehen, okay, die Sequenz sieht aus. G, A, G, T, G, T und so weiter. Und weil früher von Hand diese Sequenzen ausgelesen wurden, heißen Sequenzen, die auf den Sequenzierer kommen, im Englischen immer noch read. Die heißen immer noch so, obwohl die keiner mehr liest. Ja? Damals war das relativ schwierig. Man musste Riesengele gießen und die dann auswerten. Und das war praktisch irgendwann auch eine Kunst, dass man das so richtig gut auslesen konnte, die Reihenfolge. Und da musste man im Grunde genommen sich dann aus diesen Auslesen die Sequenz notieren und abschreiben. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Es wurde dann schon besser, als das sogenannte Kapillarsequenzierer auf den Markt kam. Da hatte man nicht vier getrennte Reaktionen, sondern eine Reaktion. Und dort gab es Fluoreszenzfarbstoffe, die immer zum Kettenabbruch geführt haben, dann auch noch gleichzeitig. Und jede Base hatte praktisch einen anderen Fluoreszenzfarbstoff und der wurde aufgenommen. Dann hatte man ganz viele verschiedene Fragmente und jedes dieser Fragmente hatte am Ende einen anderen Farbstoff. Und wenn man die der Reihe nach durch so eine Kapillargel durchlaufen lässt, dann ist es so auch, dass die kleinsten Fragmente zuerst da durchlaufen und die größten zuletzt. Und die laufen entlang ihrer Größe diesen elektrischen Gradienten lang, werden dann hier von Laser diktiert. Und im Grunde um die Reihenfolge, wie die Fragmente hier langkommen, zeigt dann an, was dafür Basen sind. Also erstmal kommen hier zum Beispiel nur Fragmente, die schwarz gefärbt sind, sage ich jetzt mal, das ist ein G. Dann kommen nur welche, die grün gefärbt sind, das ist hier ein A, dann kommen welche, die rot gefärbt sind, ein T, dann gibt es immer so Peak. Das ist im Grunde hier praktisch eine Frequenz, wie viele davon gemessen werden und da durchlaufen. So. Und dann kann man das sequenzieren. Das ist diese Funktion und dann bekommt man ganz viele Sequenzen raus. So. Barcode of Life. Wie funktioniert es? Also man hat jetzt die Sequenz und dann möchte man die praktisch ja identifizieren. Das ist ja nicht nur, dass man eine Sequenz hat, das ist ja, da kann man erstmal nichts ablesen. Wie kann ich die Identifikation vornehmen? Und dafür gibt es einen ganzen Workflow. Und in diesem Workflow ist immer so, dass im Grunde das Herz des Barcodings ist im Grunde genommen eine Datenbank. Und in dieser Datenbank sind Sequenzen hinterlegt von sicher bestimmten Individuen. Und im Idealfall, wenn die Datenbank alle Individuen dieser Erde umfassen würde, könnte man jedes beliebige Individuum, was man praktisch irgendwo findet und sequenziert, mit einem Sequenzvergleich identifizieren können. Ja? Aber um an diesen Punkt zu kommen, muss man natürlich erstmal alle Tiere in dieser Erde praktisch erstmal einfach fangen, DNA sequenzieren, dieses Gen amplifizieren und dann die DNA sequenzieren und in diese Datenbank eintragen. Und diese Datenbank umfasst nicht nur sozusagen die Information, dass diese Art und so sieht das Gen aus, da kommen auch ganz viele Metadaten zu. Wo wurde das Individuum gefangen, von wem wurde das gefangen, wann wurde das gefangen, war das Männchen, Weibchen und so weiter und so fort.
Das wird dann im Idealfall noch fotografisch dokumentiert. Im Idealfall gibt es das Originalindividuum, von dem die DNA extrahiert, noch irgendwo in einem Museum als Voucher, dass man sich das später noch angucken könnte. Das geht nicht immer, aber bei großen Schmetterlingen zum Beispiel reicht es, ein Bein abzuknipsen und daraus die DNA zu extrahieren, der Rest bleibt noch da. Das heißt, wenn es da Zweifel gibt oder wenn man da komische Sachen findet, dann kann man wieder zurück zum Originalindividuum. Und dann wird halt die DNA extrahiert von diesen Beinen, dann wird das diese PCR durchgeführt, dann wird das sequenziert und dann kommt das in eine große Datenbank. Ja? Es gibt verschiedene Projekte, die genau sowas im großen Stil durchführen. Das übergreifende Projekt ist IBOL, International Barcode of Life. Das ist halt ein weltweites Projekt, wo viele Barcoding-Initiativen zusammengefasst sind, die alle das Ziel haben, möglichst die komplette Fauna ja, von den ganzen Nationen, Kontinenten und im Idealfall von der ganzen Welt in diese Barcoding-Datenbank mit einzupflegen. Ja. Dann gibt es aber auch länderspezifische Initiativen. Hier in Deutschland haben wir den German Barcode of Life. Da kann man sich gerne mal informieren auf deren Website, wo auch nochmal all diese Prinzipien praktisch erläutert werden. Und da ist es halt das Ziel, schon jetzt in der dritten Phase ist jetzt dieses Projekt, dass halt versucht wird, die komplette deutsche Fauna zu barcoden. Es ging los mit, sag ich mal, dankbaren Arten wie Tagfaltern, Vögel oder auch Bienen. Und jetzt in der dritten Phase geht es zu den Arten, wo es halt richtig knifflig wird, wo man auch weniger Experten hat, die halt sehr schwer zu bestimmen sind, sowas wie Erzwespen oder Buckelfliegen und so weiter und so fort. Und im Idealfall hat man irgendwann mal alle Arten, die in Deutschland vorkommen, in dieser Datenbank und kann dann auch mit Hilfe dieser Methoden relativ gut immer in Deutschland Tiere mit Hilfe eines Barcodes identifizieren. Das gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, das gibt es auch in Bayern. Da gibt es Barcoding Bavaria, wo halt die bayerische Fauna das auch gemacht wird. Fairerweise muss man sagen, das Projekt ist älter und das arbeitet natürlich zusammen mit dem German Barcoding of Life. Also Bayern hat schon angefangen, die Fauna zu barcoden, als es den G-Ball noch gar nicht gab. Und das gibt es nicht nur praktisch länderspezifisch, sondern das gibt es auch taxonspezifisch, also für verschiedene Tiergruppen. Es gibt halt den Versuch, alle Ameisenarten einen Barcode der Welt, für die Welt zu erstellen. Das gibt es für alle Vögel. Ich glaube, für alle Vögel ist das, glaube ich, schon geschehen. Die gibt es schon alle. Bei allen Ameisen muss man mal schauen, ob man da hier hinkommen kann. Ja? Dann gibt es das für die Köcherfliegen, es gibt das für Fische, es gibt das für Schmetterlinge, es gibt das für Säugetiere. Und wie man dann sieht, da gibt es relativ gute Grundlagen für all diese, ja, sag ich mal, Poster-Childs, für all diese Tiergruppen, die halt, wo auch viele Leute mitarbeiten. Aber wo es dann häufig ein bisschen mangelt, sind halt Tiergruppen, wo es halt wenig Spezialisten gibt. Also die Nematoden-Datenbank der Welt oder so, das sieht zum Beispiel nicht so gut aus. Gut. Ich wollte das jetzt eigentlich mal alles demonstrieren auf der Webpage, aber ich sehe schon, dass die Zeit mir doch sehr ziemlich losläuft. Es gibt da eine Webpage, die nennt sich, das sehen Sie hier, Bold Systems. Und auf diesen Bold Systems, einfach nur nach BOLD suchen und vielleicht Barcode, findet man praktisch diese Datenbank. Und da kann man einfach selber mal ausprobieren und gucken, was da drin ist. Da kann man sich durchklicken und sieht die ganzen Einträge und wie die dort hinterlegt sind. Und kann man auch mal gucken, wie das mit dem Identifizieren funktioniert. Gut, was kann man damit alles machen? Das ist ja auch eine große Frage. Häufig ist das Problem gar nicht so, dass Sie nach draußen gehen und dann finden Sie einen Organismus, wissen nicht, was das ist und dann machen Sie einen Barcode, sondern häufig ist das Problem eher ein anderes, dass Sie zum Beispiel dass es gar nicht so trivial ist, diese Organismen noch zu bestimmen, einfach am Aussehen. Zum Beispiel in der Lebensmittelkontrolle. Ja? Zum Beispiel ganz, ganz viele Anwendungen für Barcode gab es schon bei Fischen oder überhaupt bei Seafood. Ja? Also bei allem, was aus dem Meer kommt. Und da ist es halt so, dass halt man dann gucken muss, wenn halt irgendwo im Supermarkt ein Filet verkauft wird, kann man natürlich schlecht bestimmen, was das mal war. Aber mit Hilfe der DNA-Sequenzen bekommt man das raus. Oder in einem Restaurant ist es auch. Da stehen halt bestimmte Fische auf der Karte. Und wenn man das dann vor sich liegen hat, kann man dann natürlich, was ich am gebratenen Fisch oder am Filet auch nicht erkennen, was es mal war. Und das geht mit Barcoding gut. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich dort, da sind bestimmte Fische geschützt oder sind bestimmte Populationen geschützt oder
was ich, bestimmte Sachen haben halt einen Preis, was es bei Kaviar gibt, für ganz bekannte Studien, da wurde halt ganz teuer Kaviar gebarcodet und da war es irgendwie Seehase oder so und nicht irgendwie Stör, was drauf stand, was man aber gar nicht trivial sieht. Und das ist ein super Einsatzgebiet für Barcoding und hier gibt es zum Beispiel eine relativ rezente Studie, da wurden halt ganz viele Fischprodukte gebarcodet und dann wurden bei vielen gefunden, das stimmte alles, was auf den Packungen stand oder was auf der Karte stand, aber da gibt es auch viele Fälle, wo das häufig praktisch diese Namensgebung überhaupt nicht passte, ja, dass da eine andere Art hintersteckte. Das kann zum einen sein, aus Absicht oder aus anderen häufig natürlich auch aus Unwissenheit, weil die auch gar nicht so trivial und nicht so einfach zu bestimmen sind, diese Tiere. Dann natürlich beim Zoll, ja, wenn beim Zoll irgendwelche Dinge konfisziert werden, ist ja manchmal die Frage, sind das jetzt Produkte, die aus geschützten Tieren hergestellt wurden oder nicht, oder ist das, was ich jetzt, Kunstleder oder ist das von der Kuh? Und das ist zum Beispiel etwas, was man mit Barcoding möglicherweise auch rausfinden kann, wenn das nicht zu sehr schon bearbeitet wurde, das Material. Dann kann man da was, eine kleine Probe rausklipsen, DNA extrahieren daraus, aus diesem Leder und kann versuchen zu sequenzieren und schauen, was ist das eigentlich von Organismus? Stimmt das, was mir die Person da erzählt? Oder was der erzählt wurde beim Kauf dieser Tasche? Und das ist natürlich sehr interessant. Und ganz wichtig ist, man kann mit Barcoding alle Lebensstadien identifizieren. Ja? Also häufig gibt es sehr viel Wissen, um adulte Tiere zu identifizieren, aber wenn man irgendwo halt mit Eiern oder Larven arbeitet, ist das oft unmöglich. Es gibt teilweise keine Schlüssel oder man kann das einfach nicht machen. Ja? Und dafür ist natürlich Barcoding super, weil das im Grunde völlig egal ist für die Methode, ob ich jetzt mit einem Ei, mit einem Larvenstadium oder mit einem Adulten arbeite, weil sich ja die DNA nicht ändert. Zum Beispiel interessant für Forensik. Wenn halt bestimmte Larven auf, was ich, irgendein Leichnam gefunden werden, kann man damit dann feststellen, was das für eine Art ist, relativ schnell. Und dann an der Entwicklungsdauer kann man dann vielleicht nochmal schauen, wie lange zum Beispiel eine Leiche irgendwo liegt. Das wird ganz viel gemacht heutzutage. Und da ist es natürlich wunderbar, dass man da auch mit Barcoding arbeiten kann. Gut, das hört sich jetzt alles an wie so ein Werbefilm und da ist die Frage, ist das alles nur wunderschön oder gibt es auch Probleme? Und ein Problem in der Wissenschaft, das Barcoding immer ein bisschen hatte, ist, dass das ganze Unternehmen ein bisschen wie so eine Firma und eine Produktidee verkauft wurde. Ja, das kam auch bei vielen Wissenschaftlern nicht gut an. Das fand ich auch immer nicht so gut. Und man darf halt nicht vorbeigehen, dass es natürlich auch Probleme gibt. Dass es halt sozusagen nicht nur alles ganz toll zu machen ist. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und ist sehr hilfreich, die Methode. Aber in der Wissenschaft ist es natürlich auch wichtig, mit dem Finger auf die Probleme zu zeigen und dann versuchen, das zu verbessern. Und ein Problem ist, dass natürlich dieses Barcoding-Gap natürlich nicht immer da ist. Also es gab da immer so Standardstudien, da wurde Barcoding demonstriert, wie gut das klappt, zum Beispiel bei Vögeln. Und da ist die Taxonomie super und oft sind die Arten so gut bekannt und auch so weit getrennt, dass wenn man das Barcoding durchgeführt hat, dass das immer so aussah, das klappt alles wunderbar. Bei vielen Insektengruppen oder so wird das dann uneindeutiger. Ja? Also das hier ist eine Studie von Martin Wiemask, mit Bläulingen über ganz Europa gesampelt, ganz viele Arten. Und er hat ganz viele interspezifische und intraspezifische Vergleiche gemacht. Und das Barcoding-Gap beruht ja darauf, dass ich im Grunde genommen zwischen den intraspezifischen und den interspezifischen Vergleichen immer so etwas wie eine Lücke habe. Aber in der Realität sah er, häufig überlappte sich das. Und bei ganz, ganz vielen Arten hat er gesehen, gab es gar keine Barcoding-Lücke. Man hatte immer Individuen und man konnte nicht sagen, ist das jetzt Art A, B oder C zum Beispiel. Ja, das hat man ganz häufig. Und das Problem ist vor allem dann, je phylogenetisch jünger eine Art ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es halt nicht diese Barcoding-Lücke gibt. Das ist halt einfach so, weil die halt noch nicht so viel Zeit vergangen ist, dass zwischen diesen beiden Arten so viele Unterschiede evolviert sind in diesen Genen. Also hat man immer mal wieder Fälle, wo das nicht so gut klappt. Bei uns in der Fauna, was ich gesehen habe, zum Beispiel Bienen, scheint es so tatsächlich, dass man, keine Ahnung, über 90% der Bienen relativ eindeutig einordnen kann mit diesem Barcode und dass man halt bestimmte Artengruppen nicht auflösen kann. Nichtsdestotrotz heißt es, dass man hat zwar ein paar Problemfälle, aber in ganz vielen Fällen klappt es ganz gut. Dann ist ein Problem sogenannte Introgression, introgressive Hybridisierung. Was bedeutet das? Man hat getrennte Arten, also es sind in der Laufe der Evolution haben sich Arten herausgeschält. Und gerade bei Insekten, aber auch bei anderen Tiergruppen ist es nicht
gewöhnlich, dass es immer mal wieder zur Hybridisierung über die Artgrenze zurückgeht. Also immer mal wieder zu Verpaarungen kommt über die Artgrenze. Und was bei diesen Verpaarungen passieren kann, ist, dass die Mitochondrien aus der einen Art praktisch in die Schwesterart oder in die nah verwandte Art, praktisch in die Population reingetragen werden und da drinnen bleiben. Das heißt, es gab nur einmal so ganz wenig von diesen Hybridisierungen und plötzlich sind diese Mitochondrien aber in dieser Population verbreitet und man findet diese Sequenzen dort. Ja? Und das sind trotzdem immer getrennte Arten. Und das hat man zum Beispiel bei Drosophila bei verschiedenen Arten gesehen, gibt es hier ein Beispiel. Hier auf der rechten Seite sieht man einen Stammbaum mit mitochondrialer DNA. Man braucht jetzt nur mal auf die Farben gucken. Mitochondriale DNA, da hat man hier zwei Arten, ich sage mal jetzt mal die rote und die grüne Drosophila, die vermischen sich. Das sieht aus, als wäre das nur eine Art. Und ich kann die im Grunde genommen nicht unterscheiden. Wenn ich mir jetzt aber kernkodierende Marker anschaue von Kerngenen, also die aus dem nukleären Genom, dann habe ich diesen Effekt nicht, weil die halt nichts mit den Mitochondrien zu tun haben. Das ist jetzt ein Effekt, den ich hauptsächlich bei rein mütterlich vererbten Organellen wie diese Mitochondrien sehe. Und dort kann ich diese Arten wunderbar unterscheiden. Ja? Und das habe ich manchmal im Effekt. Und hier ist das Problem tatsächlich, dadurch, dass ich mich nur auf ein mitochondriales Gen oder ein mitochondrielles Gen verlasse, kann ich häufig manchmal zu Fehlschlüssen kommen. Dann sieht das für mich also aus, entweder das ist nur eine Art, und ich habe gedacht, das wären zwei Arten, aber das war falsch. Oder ich kann einfach diese Art nicht unterscheiden mit Hilfe diesen Markern. Und ein Thema, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, das sind maternal vererbte Endosymbionten. Was sind das? Wir haben ja schon gehört, die Eukaryoten sind aus einer Endosymbiose entstanden. Und diese maternal vererbten Endosymbionten gibt es aber noch sozusagen freilebende Verwandte. Bei den Alpha-Proteobakterien ganz viele. Und einer davon ist Wolbachia. Wolbachia ist ein Bakterium, das kommt einfach natürlicherweise in 40% aller Landarthropodenarten, also bei den Insekten vor allem, vor. Also was ich fast jede zweite Insektenart, da tragen diese Wolbachia-Bakterien. Und diese Wolbachia-Bakterien, die werden genau wie die Mitochondrien nur rein über die mütterliche Linie weiter vererbt von einer Generation zur nächsten. Und die können ihre Wirte oft manipulieren, dass sie das irgendwie in der Population vorantreiben. Und eine Möglichkeit, da gehe ich jetzt nur ganz rechts darauf rein, ist die sogenannte zytoplasmatische Inkompatibilität. Und da ist es immer so, wenn sich halt ein infiziertes Weibchen mit einem nicht infizierten Männchen verpaart, gibt es fertile Nachkommen. Und dann ist es halt auch so, Wolbachia wird ja nur über die weibliche Linie weitergegeben, da ist dann Wolbachia auch in der nächsten Generation drinnen. Wenn sich aber ein uninfiziertes Weibchen mit einem infizierten Männchen verpaart, gibt es keine Nachkommen. Und wenn wir dieses Muster hier haben, was Sie hier sehen, passiert es ganz schnell, dass ein ganz großer Selektionsdruck, nennt sich das in der Evolutionsbiologie, auf der mütterlichen Linie drauf liegt. Und es passiert ganz schnell, dass sich diese Mitochondrien-Variante, die zusammen mit den Wolbachien vorkommen, weiter vererbt werden, nur in der Population. Und dass nur diese Weibchen, die Wolbachia tragen, irgendwann Fortpflanzungserfolg haben. Und irgendwann hat die gesamte Population dieses Wolbachia-Bakterium. Der fällt nicht mehr aus. Ja? Das heißt, dass bestimmte Tiere können sich dann halt nicht mehr fortpflanzen aus dieser Population und nur ein Teil pflanzt sich fort. Und es kann dann zu Effekten kommen, dass wir zum Beispiel vorher eine sehr diverse Population, was die Mitochondrien-Diversität angab, sehen und nachdem Wolbachia dann auftauchte, alle sozusagen den gleichen Haplotyp, nennen wir das, haben bei diesen Mitochondrien. Das hat einfach damit zu tun, mit diesem Effekt, dass diese Wolbachien dazu führen, dass sich nicht mehr jeder mit jedem verpaaren kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass in eine Population zwei verschiedene Wolbachien reinkommen, das passiert halt manchmal, das ist halt auch eine Pandemie und dann gibt es manchmal Infektionen bei diesen Arten. Und dann kann es sein, dass sozusagen wir in dieser Population auch so, das nennt sich dann ein Sweep haben und nur zwei verschiedene Mitochondrientypen über sind, nachdem diese verschiedenen Infektionen da waren. Nämlich der Typ von dem ursprünglich infizierten gelben und von dem roten Weibchen. Und wenn wir das jetzt sozusagen mit einer Barcode-Analyse analysieren, sehen wir hier irgendwie zwei ganz klar unterschiedliche Haplotypen in einer Population, also zwei Mitochondrien-Varianten. Und plötzlich sieht das für uns so unterschiedlich aus, dass wir denken, oh, das sind verschiedene Arten. Was aber wahrscheinlich auch ein Fehlschluss ist und was man bei anderen Genen aus dem Kern auch nicht sehen würde. Gut, also es gibt Probleme. Nichtsdestotrotz, das sind alles Probleme, die man natürlich auch irgendwie auch erkennen kann und mit denen man umgehen kann und die in den meisten Fällen vielleicht auch gar nicht so problematisch sind. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass wenn ich zum Beispiel
jetzt ein Projekt habe, wie ich kartiere alle Bienen oder Schmetterlinge aus einem bestimmten Gebiet und möchte alle Arten da bestimmen. Denn es ist in der Regel nicht so, dass ich hingehe, ich sammle jetzt 300 Tiere und dann mache ich 300 DNA-Extraktionen und 300 PCRs und 300 Amplifikationen und dann weiß ich, was diese 300 Arten sind. In der Regel macht das keiner, ja? Weil das immer noch sehr langwierig ist und das dauert und das kostet Geld. Interessant wird es, wenn ich dieses Barcoding verpaare mit den neuen Sequenziermethoden, die wir haben. Das ist sogenannte Hochdurchsandsequenzierung. Und bei diesen alten Sequenziermethoden, diese Sanger-Sequenzierung, da konnte ich über Nacht, sage ich mal, 96 Sequenzen machen. Mit diesen Hochdurchsatzsequenzierungen kann ich praktisch, sage ich mal, in 2 Tagen Hunderte von Millionen von Sequenzen auf einmal erzeugen. Und dann kann ich ein sogenanntes Metabarcoding machen. Was bedeutet das? Was das bedeutet, ist, dass ich im Grunde genommen gar nicht mehr hingehe und ein einzelnes Individuum barcode, sondern ich kann zum Beispiel eine Malaise-Falle nehmen, die ich ja Ihnen gezeigt habe, hat da dann irgendwie 1000 Individuen drin. Die kann ich dann halt praktisch alle mit einem Rührstab vermengen, die DNA insgesamt aus dieser gesamten Menge extrahieren, dann diese PCRs durchführen und dann entstehen halt ganz viele Reaktionen, wo ganz viele verschiedene Gene von verschiedenen Individuen amplifiziert werden. Und diese Gene, dieses gesamte Gemisch, kann ich dann halt mit diesem Sequenzierer sequenzieren und habe dann am nächsten Tag ja, hunderte von Millionen von Sequenzen aus diesem Pool von Sequenzen. Und wenn ich das dann habe, kann ich praktisch eine Analyse machen, welche Arten waren, wenn ich das mit der Datenbank vergleiche, in dieser Malaise-Falle drin. Also ich kann so eine gesamte Malaise-Falle jetzt quasi in Stadt, was ich in Jahrzehnten in einer Woche auswerten und bekomme einen Überblick, da waren, keine Ahnung, 753 Arten in dieser Malaise-Falle oder 253 Arten. Und davon gehörten 20 zu den Schmetterlingen, 30 zu den Bienen und so weiter. Und habe auch mehr oder weniger genaue Artnamen. Was ich nicht mehr habe in dieser Methode ist, dass ich für ein bestimmtes Individuum weiß, was es ist. Das weiß ich später nicht, weil diese Information geht verloren. Aber für viele Fragestellungen braucht man diese Information gar nicht mehr. Oft ist es auch schwierig zu quantifizieren. Ich kann oft gar nicht sagen, wie viele Individuen von einer Art da drin sind. Ich kann nur sagen, diese Art ist da oder nicht. In der Regel. Gut, und das kann man mit Malaise-Fallen machen. Das ist dann halt auch alles nicht immer so einfach. Häufig bietet sich an, diese Tiere vorzusortieren und man sortiert erstmal alle Schmetterlinge, alle Käfer, alle Hymenopteren, alle Dipteren aus und dann macht man diesen Vermischungsprozess, weil das manchmal man praktisch unterschiedliche Primer-Informationen braucht für diese verschiedenen Gruppen und dann kann man das halt analysieren. Und dann kriegt man halt ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, wenn man das mit der Datenbank vergleicht, das sieht dann meistens so aus, das darf man sich halt auch gar nichts vormachen, dass man, sagen wir mal, ein Drittel der Arten identifizieren kann zum Artlevel. Dann hat man noch praktisch eine weitere Gruppe, wo man sagen kann, das ist, was ich, dieses Genus oder diese Familie, manchmal hilft diese Information weiter, manchmal reicht das auch nicht, ja. Und es gibt halt irgendwelche Sequenzen, wo man die gar nicht richtig zuordnen kann und nicht mehr viel mit ankommen kann. Also sagen wir mal, ein Drittel der Daten kann man wegschmeißen und 2 Drittel kann man mitarbeiten. So ist das denn. Und natürlich, wie viel man identifizieren kann mit dieser Methode, hängt einfach natürlich davon ab, wie gut die Datenbank ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier in Deutschland mache, wo es halt diese großen Projekte gab, German Barcoding of Life und Barcoding Bavaria, kann ich möglicherweise einen viel größeren Teil einer Art zuweisen, als wenn ich jetzt mit dieser Methode irgendwo die Tropen gebe, wo es eine viel größere Diversität gibt und wo es noch nicht so eine Datengrundlage gibt. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich keine gute Datenbank habe, bekomme ich natürlich später auch, funktioniert diese Methode nicht mehr so gut. Gut, dann kann es noch einen Einfluss haben, welche Primer man benutzt, ja? Das hier sind jetzt A, B, C, D, sind verschiedene Primer-Kombinationen, da kann man also verschiedene Möglichkeiten machen. Und dann, wenn man dann halt so eine Gemeinschaft von Arten sequenziert, die man kennt, sieht man, dass verschieden viel von diesen Arten praktisch in diesem Barcoding auftauchen. Und manche gehen halt einfach unter, weil da halt einfach keine PCR funktioniert. Man kann das nicht amplifizieren. Die sieht man dann einfach mit dieser Methode nicht. Also mit diesem Metabarcoding kann es immer passieren, dass man ganz viele Arten, die da sind, nicht sieht, weil einfach die Reaktion im Labor nicht funktioniert hat. Der Vorteil ist aber, ich kann auch mit Environmental DNA arbeiten. Was bedeutet das? Ich kann einfach
Wasserproben nehmen und darin gelöste DNA analysieren. Und dann kann ich manchmal sehen, was da für Fische rumgeschwommen sind, weil die, was ich, Schuppen oder irgendwelche Teile verloren haben. Ich kann direkt Sediment analysieren. Ich kann aus Sediment DNA extrahieren und weiß dann, was für Organismen da drin leben oder gelebt haben. Das sind natürlich alles Anwendungen, die ich halt mit einer praktisch Mikroskop nicht machen kann, dass ich mir einfach nur dieses Samples angucke. Also es gibt manchmal Probleme, aber es gibt natürlich auch viele interessante Möglichkeiten. Und ein bisschen beenden möchte ich meinen Talk mit dem Ausblick, dass es halt, wie gesagt, alles nicht so, immer noch nicht so trivial ist. Das klappt alles ganz gut für viele Insekten oder für die bekanntesten Insektengruppen. Aber das ist jetzt nochmal so ein Abschluss hier. Bei Nematoden wäre es wirklich wünschenswert, wenn man das hatte. Also es gibt ganz wenig Nematodenspezialisten und die sind so schwierig zu bestimmen. Und das ist halt immer ein Bottleneck, dass man halt bei der Bestimmung nicht weiterkommt, bei diesen Fadenwürmern. Und hier würde man vergleichen, das aus dem Labor von Walter Traunsburg in Bielefeld. Die haben hier praktisch Morphologie hier in schwarz mit normalem Barcoding, das sehen wir hier, und mit Metabarcoding, das sehen wir hier verglichen. Und am Ende haben sie geschaut, welche Arten sie da überall finden. Und es gab nur drei Arten, die sie tatsächlich zusammen in allen drei Methoden gefunden haben. Sonst haben die überall was anderes gefunden. Aus welchen Gründen auch immer. Und das zeigt uns natürlich auch, dass sozusagen wir immer noch dabei sind, diese Methoden zu entwickeln und zu verbessern. Und dass es längst noch nicht so ist, dass sozusagen alles fantastisch klappt. Gut, nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass in Zukunft Taxonomen nur noch mit Pipetten arbeiten, sondern das Ziel ist, und was auch viele machen heutzutage, ist die sogenannte integrative DNA, dass man diese Labormethoden als Werkzeug benutzt und mit DNA natürlich auch arbeitet, aber dass man genauso geografische Daten aufnimmt, über die Morphologie arbeitet, die Reproduktion kennt, die Ökologie kennt, und das ist dann in der integrativen Taxonomie, kommt dann im Idealfall alles zusammen, und das kann man natürlich alles zusammen auch in diesen Datenbanken speichern. Das sind dann die sogenannten Metadaten, die im Grunde genommen auch erst ganz interessante Analysen ermöglichen. Gut, damit vielen Dank. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier auflöse, das Speichern. So. Und damit möchte ich jetzt auch sozusagen meinen Talk beenden und ganz schnell